Das folgende Rezept bekommt von uns 3 Gesundheitspunkte. Hallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Herzlich willkommen. Ich wollte euch heute mal ein tolles Rezept verraten, wie man sich selber organisches Salz herstellen kann. Und zwar Selleriesalz, aber vorher wollte ich nur kurz was erklären. Die meisten Leute wissen ja eigentlich, dass Salz nicht gesund ist. Vor allem dieses Natriumchlorid, dieses Speisesalz, was man so im Supermarkt kaufen kann, oft noch angereichert mit Fluorid oder mit Jodid. Alles nicht zu empfehlen, ja. Am besten ist, wenn ihr schon Salz benutzt, dass ihr ein naturbelassenes Salz benutzt. Zum Beispiel hier, das haben wir hier von Erntesegen, das nennt sich Ursalz. Das ist so Steinsalz aus dem Bergwerk, also ähnlich wie Himalaya-Salz, aber deutlich günstiger, aber auch nicht schlechter. Und hier steht auch irgendwo drauf, hätte ich vielleicht mal vorher gucken. Hier sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Minerale und Sachen drin. Das bedeutet, ihr nehmt nicht nur Natriumchlorid damit auf, sondern auch alles andere, was in dem Gestein drin ist. Das ist noch so eine der besseren Sachen. Oder hier sowas wie Meersalz. Das kann man auch mal nehmen. Man sollte aber Salz möglichst vermeiden oder ganz weglassen, wenn es geht. Ein bisschen ist überall drin, vor allem im Gemüse. Dazu gleich noch mehr. Wenn ihr Soßen kauft, was man ja mal macht, ja, ich bin ja nicht jemand, der sagt, alles ist perfekt, manchmal wird es auch knapp oder ihr habt keine Lust zu kochen, dann kauft euch ruhig Soßen, kein Problem, möglichst Bio. Das ist beides jetzt hier keine Bio-Qualität, aber ihr guckt hier drauf, ja, das steht hier meistens drauf und hier steht jetzt zum Beispiel drauf Natrium 0,2 Gramm. Und wenn ihr euch Soßen kauft oder Aufstriche oder sowas, dann versucht unter 300 Milligramm zu bleiben, also 0,3, es muss kleiner sein als 0,3 Gramm, dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Also 0,2 Gramm, das hier wäre vertretbar. Und hier habe ich eine Nudelsoße Arrabbiata und die hat 0,49 Gramm, also fast 200 Milligramm mehr als dann empfohlen ist. Das bedeutet, die müsste man jetzt quasi am besten noch verdünnen. Macht man noch, schmeißt man noch ein paar Tomaten in den Mixer oder schüttet noch ein bisschen Orangensaft drauf oder. Man verdünnt das hier nochmal mit was Hochwertigem, mit Obst oder Gemüse und dann ist die hier dann auch in Ordnung. Was am besten ist, wenn man nicht darauf verzichten kann, auf diesen Geschmack, dass etwas Salziges ist, dann nimmt man eine Gemüsesorte, die einen relativ hohen organischen Natriumanteil hat. Zum Beispiel Sellerie hat sehr viel Natrium und kann die trocknen und daraus ein Gewürzsalz herstellen. Das schmeckt nicht wirklich wie Salz, aber es hat so einen Würzfaktor, schmeckt ganz, ganz lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wie macht man das? Es ist ganz einfach. Man schneidet so den Sellerie in also richtig große Menge. Das wird nämlich ganz klein. Versucht zwei so Dörrgitter voll zu bekommen. Das sind mindestens mal, ich schätze mal, ein Kilo Sellerie braucht ihr dafür. Und dann schneidet ihr das mindestens mal so klein wie so ein kleiner Finger von der Breite her. Verteilt das alles auf dem Dörrgitter und mein Lieblingsrezept ist noch mit zwei kleingeschnittenen Knoblauchzehen noch dazu nehmen und das trocknen. Bei 42 Grad mindestens 48 Stunden auf zwei Dörrgittern. Dann ist das irgendwann richtig, richtig getrocknet. Die sind ganz, ganz klein geworden und dann ist das fertig. Ihr könnt es ja mal zwischendurch mal anfassen, dass es halt auch wirklich ganz, ganz trocken ist. Es muss absolut trocken sein. Dann nach 48 Stunden oder mehr ist es dann fertig bei 42 Grad. Dann nimmt man das aus dem Dörrgerät raus, trägt das halt rüber und kann das in einen Mixer geben oder in eine Mühle. Und wir haben so einen Personal Blender, der hat bei unserer Version, ist da so ein Mahlaufsatz drauf, mit dem man halt auch theoretisch Kaffee mahlen kann oder Nüsse. Und mit denen, in den füllen wir das dann rein. Dann wird das recht lange gemalt, richtig schön und zwischendurch ruhig mal eine Pause machen, immer wieder anfangen zu malen, dass halt keine großen Stücke drin sind, weil das ist wichtig, um halt aus so einem Streuer zum Beispiel rauszukommen. Weil ich fülle das gerne in solche Salzstreuer dann ein. Wenn das dann gut genug klein gemahlen ist, gibt man das dann in einen großen Salzstreuer und am besten durch so einen Trichter, damit man nicht alles versaut und füllt das dann da ein. Und ein wichtiger Trick, das habt ihr bestimmt auch schon oft gesehen, wenn ihr irgendwo in der Gaststätte wart oder sowas, dann macht am besten nochmal eine halbe Handvoll Reis dazu, weil der Reis saugt dann die Feuchtigkeit, die so in der Luft ist, dann auf. Sonst klumpt das und mit ein bisschen Reis da drin ist das gut. Und am Schluss macht ihr halt den Deckel drauf und dann habt ihr hier
so einen richtig schönen Salzstreuer, voll mit Selleriesalz. Sellerie hat, glaube ich, einen Natriumanteil von 130 Milligramm, also 0,13 Gramm pro 100 Gramm. Und das bedeutet, wenn ihr so viel dann dört, wird es ja immer intensiver. Und deswegen, das schmeckt hier, ich kann es dann nochmal probieren. Da ist jetzt auch ein bisschen Knoblauch hier mit dran. Ja, schmeckt schon ziemlich salzig, aber anders als jedes Speisesalz. Schmeckt da lecker und durch den Knoblauch kriegt das nochmal so einen richtigen deftigen Geschmack. Könnt den Knoblauch auch weglassen, könnt auch andere Gewürze noch mit trocknen. Das ist euch selbst überlassen, aber das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, sein Essen nochmal ein bisschen nachzusalzen, weil dieses organische Salz, das ist nicht schlecht für den Körper, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Wenn ihr wirklich viel und schnell abnehmen wollt, dann solltet ihr euren Salzkonsum fast gen Null runterschrauben, weil Salz bindet Wasser im Körper und das merkt man zum Beispiel, wenn man jetzt mal salzig isst oder halt auch jetzt, ich hatte jetzt mal vor ein paar Tagen Sodbrennen, da habe ich Natron genommen und das ist Natriumhydrogencarbonat und das bindet auch Wasser im Körper. Da ist man dann so ein bisschen aufgeschwemmter. Nach ein paar Tagen geht das dann wieder weg. Eine gute Möglichkeit, Wasser aus dem Körper zu bekommen, ist ganz viele Bananen zu essen, weil der Gegenspieler zum Natrium ist das Kalium. Das ist in den Bananen drin und Bananen sind ja relativ reich in Kalium. Und wenn man viele Bananen isst und kein Salz zu sich nimmt, dann geht dieses ganze aufgeschwemmte Wasser aus einem raus und nimmt halt so halt auch ab. Zwar nur Wasser, aber Wasser, was sonst nicht im Körper gehalten werden würde, wenn man nur Obst und Gemüse essen würde, wie es in der Natur vorkommt. Also notfalls könnt ihr auch einfach ein bisschen Steinsalz nehmen oder Meersalz, aber mein Tipp, macht es nicht beim Kochen in die Soßen oder an die Gerichte, sondern stellt euch meinetwegen eine Salzmühle oder einen Salzstreuer neben euer Essen und wenn ihr beim Essen merkt, oh, das ist mir zu wenig Salz, dann streut ihr so ein bisschen was oben drauf. Dann habt ihr sofort diesen Geschmack, aber ihr braucht nur ganz, ganz wenig Salz. Das ist deutlich besser, als die Soßen zu versalzen und dann im Nachhinein zu merken, oh, das ist ja doch ganz schön salzig und dann müsst ihr wieder rumtricksen und müsst ja noch eine Kartoffel irgendwie reinschnipseln oder sowas, ja. Besser wenig salzen, gar nicht salzen und dann am Schluss nachsalzen, wenn es nicht anders geht. Das war mein Rezept zu dem und meine kleine Erklärung zu dem Thema Salz. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und bis bald. Tschüss!